Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone Video. Ja, heute schauen wir uns aktuell die beste Longrange Waffe an, die man spielen kann, zumindest für die meisten Spieler, denn auch nach den ganzen Updates ist diese Waffe immer noch sehr broken und gehört definitiv zu den absoluten Meta-Waffen, die man spielen kann. Und die Rede ist natürlich genau von diesem Apparat hier, denn die UGM 8 ist auch nach den ganzen Updates, wenn man ehrlich ist, für die meisten Spieler wirklich die effektivste Longrange Waffe, die man spielen kann. Speziell durch das Mid-Season Update wurde die Rückschusskontrolle so ein bisschen verschlechtert, die Reichweite wurde so ein bisschen verschlechtert und der allgemeine Schaden wurde auch so ein bisschen angepasst. Allerdings muss man auch nach den ganzen Updates sagen, die Präzision, die Feuerrate sorgt dafür, dass speziell auf Midrange, wenn man einen Gegner erstmal im Visier hat, ist die Time to Kill natürlich extrem niedrig und speziell auf Caldera muss man sagen, die UGM 8 gehört definitiv zu den absoluten Meta-Waffen. Im Verlauf des Videos gibt es das neue beste Klassen-Setup nach dem Update. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Am Ende gibt es natürlich noch so ein kleines Fazit, wie gut die Waffe wirklich ist. Wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der bodenlos zu starken UGM 8 Meta. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. Ganz ruhig, Jungs. So, Chat, ich zeige euch jetzt die brandneue Meta nach der UGM 8 in Warzone. Die Typ 11. Wir distanzieren uns. Es gibt einfach nichts Besseres aktuell. Ja. Freaking. Okay, es ist auch gerade die größte Jens-Lobby. Das ist ein bisschen bodenlos gerade. Peak. Bisschen raus, Bro. Ah, oh, ist das Rentner City gerade? Also auf Midrange, ich könnte nicht sagen, welche Waffe da wirklich besser ist aktuell. Es ist halt wirklich dumm. Richtig. Ich weiß genau, er sitzt da. Da bist du doch. Der Modus ist echt nice für Solospieler. Du hast halt nicht dieses Ding, dass du immer auf Krampf warten musst, beziehungsweise defensiv spielen musst wegen Gulag und so. Wichtig. Selbst wenn man schlechtes Aim hat, wie ich gerade, ist insane. Du kannst Leute komplett weglasern, das ist wirklich bodenlos. Komm. Kannst ganz normal die Leiter hoch, Bro. So bodenlos, wirklich, es tut mir so leid.
Einfach Factory Runde komplett. Das ist eine komplette Knossi-Lobby. Das ist gerade mein komplettes. Also ich wäre schon zweimal tot in der normalen Lobby. Ach, Digga. GG's. So, das wär's vom Gameplay. Ich glaube, man hat sehen können, dass die UGM 8, ja, immer noch wirklich sehr broken ist. Auf großer Distanz ist der Rückschuss etwas schwieriger geworden, muss man sagen. Allerdings auch Midrange, wenn man Gegner erstmal im Visier hat, ist es wirklich so, dass man Gegner wirklich in Bruchteilen von Sekunden durch die Präzision und die Feuerrate wirklich komplett wegbeamen kann. Man muss auf jeden Fall sagen, die UGM 8 ist definitiv eine der besten Waffen, die man spielen kann. Immer noch so ein bisschen zu broken, wie ich finde. Klassen-Setup-mäßig mit dem Mimic-Schalldämpfer, dem 736er Lauf. Dann tatsächlich nicht das SVT-Visier, was ich natürlich lange Zeit immer wirklich aktiv gespielt hatte. Das SVT-Visier ist wirklich immer noch gut, muss man sagen. Allerdings wurde das Ganze so ein bisschen gepatcht, was die V-Geschwindigkeit angeht, ist so ein bisschen langsam. Und deswegen, falls ihr euch damit so ein bisschen langsam fühlt, testet auf jeden Fall mal das Slate-Visier aus. Das ist das letzte, was man spielen kann. Wenn ihr dazu natürlich noch das Fadenkreuz ändert zum passenden Fadenkreuz, habt ihr eine wirklich sehr cleane Waffe. Dazu der WT-Schaft, Streife, Gewinkel und Lauf, das 100-Schuss-Magazin, das vorletzte, was man spielen kann für Rückschusskontrolle, Schussrate, Präzision. Dazu verlängert für 8% Bullet Velocity, Polymergriff, das extra feste Griff und das extra vollgeladen. Es gibt auch gute Alternativen wie die XM4 oder die STG, die beides auch sehr stark sind, muss man sagen. Aber was das Gesamtpaket angeht, Munition, Präzision, Schussrate und Time to Kill, muss man sagen, dass, wenn man eingespielt ist, die UGM 8 absolut immer noch die Meta ist, muss man sagen, auch wenn es ein bisschen nervig ist, es ist definitiv mit die beste Waffe. Trotzdem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr abonniert den Kanal, und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, peace.